Linien, die das Leben beeinflussen. Heute die Herzlinie. Die Herzlinie beginnt an der Außenkante der Hand und liegt im Bereich der Gefühle, wie es im Bauerquadrat deutlich zu erkennen ist. Sie führt von der Handkante bis zwischen Zeigefinger und Mittelfinger und endet in einer Gabel. Gabelt sich die Linie auf dem Zeigefingerberg, deutet das auf einen liebenswerten Menschen hin, der einen guten Ehepartner abgibt. Sollte sich aber ein Ast der Gabel auf dem Zeigefinger und einer auf dem Mittelfinger beziehen, kann sich das Zusammenleben mit dem Handeigner als problematisch erweisen, weil er wankelmütig und launhaft veranlagt ist. Deutet sie direkt auf den Mittelfingerberg, fehlt es dem Menschen an echter Gefühlstiefe. Liegt die Herzlinie zu tief, können sich die Gefühle ausbreiten und sind nicht mehr unter Kontrolle des Handeigners. Er ist sehr nüchtern in Herzensangelegenheiten und schaltet zu oft den Verstand ein. Ist sie aber zu hoch, werden die Gefühle eingeengt und es herrscht eine Gefühlsarmut bei ihm vor. In diesem Fall kann der Handeigner auch sehr eifersüchtig und schnell erregbar sein, weil er um sein Eigentum Angst hat. Ist die Herzlinie nicht gerade, sondern verläuft über die Hand wie eine Welle, dann hat es der Handeigner sehr schwer in der Liebe. Seine Gefühle schwanken wie ein Schiff im Sturm. Er versteht es nicht, seine Gefühle zu beherrschen, sondern leidet unter ständigen Widersprüchen in Herzensangelegenheiten. Eine lange Herzlinie führt bis zum Zeigefinger, eine kurze führt bis zum Mittelfinger. Die Herzlinie zeigt, wenn sie zu lang ist und am Zeigefingerberg endet, an, dass der Handeigner herrschsüchtig, herrisch, ichbezogen und kühl ist. Ist sie aber nur kurz, kann das auf ein eingeschränktes Sexual-, Liebes- und Gefühlsleben hinweisen. Ist die Herzlinie unter dem Mittelfinger gebrochen, hat man einen Laufpass in einer Beziehung erhalten. Ist sie dagegen unter dem Ringfinger unterbrochen, hat man sich von einem Menschen getrennt. Ist die Herzlinie sogar mehrfach unterbrochen, so ist der Handeigner unbeständig in der Liebe. Gibt es eine Unterbrechung, die sich überlappt, kann es auf eine temporäre Trennung hinweisen. Fällt sie herunter, hat der Handeigner erkannt, es ist nicht die richtige Beziehung, die zu ihm passt. Gibt es auf der Herzlinie Zweige, die sich nach oben bewegen, deuten sie auf positive Liebesverhältnisse hin. Sind sie nach unten gerichtet, sind es negative Verhältnisse oder Bekanntschaften. Linien, die in der Verlaufsrichtung der Herzlinie gehen, deuten darauf hin, dass die Liebesbeziehung nicht vom Handeigner ausgegangen ist, sondern der Partner sich in das Leben des Handeigners eingebracht hat. Wie auf dem Foto zu sehen ist, durchqueren Linien die Herzlinie und zeigen somit an, dass es nur eine flüchtige Bekanntschaft war, auf die man keinen Wert legte. Bildet die Herzlinie einen Sack, berührt fast die Kopflinie, ist das ein Zeichen dafür, dass der Handeigner sich in seiner Gefühlswelt nicht zurechtfindet. Seine Gefühle sind nicht klar und er setzt den Verstand ein, um die Gefühle des anderen auszunutzen. Ist die Linie wie ein Ballon und geht nach oben? So ist der Handeigner mit seinen Gefühlen selber nicht klar und er schwankt zwischen Leiden und Versprechungen. Gibt es eine doppelte Herzlinie, ist es wichtig zu sehen, wo sie anfängt. Es wird in Herzensangelegenheiten immer Probleme geben. Man wird andere lieben, oft auch diese Lieben oder Liebschaften ausleben wollen und somit wird es Ärger, Schwierigkeiten und kein gutes Zusammenleben in einer Partnerschaft geben. Man erreicht nie das Gefühl des vollkommenen Glücks. Kommt ein Ast aus dem kleinen Fingerberg, so ist der Handeigner geneigt, aus Mitleid eine Liebesbeziehung einzugehen und wird sein ganzes Leben darunter leiden. Es ist nicht die richtige Liebe, sondern der Partner tut ihnen einfach nur leid. Und somit kommt sein humanitäres Engagement durch. Die Beziehung wird vielleicht halten, aber es ist nur ein gegenseitiges Akzeptieren, Respekt, aber nie das Gefühl der wahren Liebe. Wenn sich aus der Herzlinie heraus ein Ableger entwickelt, der sich dem Ursprung der Kopf- und Lebenslinie hinwendet,
egal aus der Gabel am Ende der Herzlinie oder als Zweig aus der Linie selbst, ist immer Eigennutz zu erwarten. In diesem Falle ist der Handeigner sehr egoistisch veranlagt und wird in einer Beziehung immer seinen Vorteil suchen. Rücksichtnahme erfolgt nur, wenn es zum eigenen Vorteil ist. Ist die Herzlinie lang, tief und weist eine gute Färbung auf, dann ist ein aufrichtiges, tiefes Empfinden die Leitlinie dieses Menschen. Und er lässt das Herz entscheiden. Und weniger den Verstand. Sehr selten. Das war Teil 3 der Serie Mythos Handlesen. Viel Spaß und Erfolg beim Händelesen.